Einen wunderschönen guten Tag, liebe Kryptonauten, und herzlich willkommen zur aktuellen Videoausgabe in der Kryptosektion der Formationsleader. Heute ist der Dienstag, der 2. April 2019, und Kryptonauten, Ehre wem Ehre gebührt, und die gebührt heute Johannes Götzen. Denn die Überschrift heute, wir haben den FOMO angesagt, kommt von Johannes, hat auch nämlich heute als Kommentar geschrieben, er springt nicht auf FOMO auf, sondern sagt den FOMO an. Denn wir haben in der letzten Ausgabe miteinander besprochen, Trader, die Wahrscheinlichkeit für die 200-Tage-Linie ist deutlich größer. Ich habe euch gesagt, wo könnt ihr euer Stop-Loss setzen, habe euch gezeigt, wie euer Chancen-Risiko-Verhältnis, warum diese Bewegung deutlich wahrscheinlicher ist, und nicht nur das. Wir hatten bereits am 17. März die Überschrift, Bitcoin 200-Tage-Linie ist calling, ist jetzt da. Oder danach, Bitcoin 4000 wackelt, zittert, bricht, Fragezeichen. Und schaut euch mal eure Kommentare dazu an. Volumen muss gar nichts heißen, meiner Meinung nach eine Bullenfalle. Oder das erste Mal seit Monaten, dass ich mit den hier vertretenen Ansichten nicht d'accord gehe. Für mich ist das der Auftakt zu einer klassischen Bullenfalle, zu einem Lemming-Blutbad par excellence. Zu viele Widerstände, zu wenig Zeit der Abarbeitung, zu wenig Volumen, ohne Fakes, zu wenig Nachrichten und so weiter. Vielen Dank für die viele Mühe und kontinuierliche Dichte. Danke für deinen Kommentar und für die Zeit. Grüße gehen zurück. Oder Jackie schreibt, vielleicht geht's jetzt richtig heftig runter. Auch Grüße gehen zurück. Oder Moin schreibt, was ist jetzt mit Stock RSI in der Woche? Ist der nicht überkauft? Wir hatten bei einem 1-Wochen-Stock RSI-Kreuz bis jetzt immer eine Korrektur von 30-50%. Trader, ihr müsst anfangen, den Chart zu lesen. Ihr müsst in der Lage sein, den Chart lesen zu können. Denn ansonsten seid ihr nicht in der Lage, den Markt richtig einzuschätzen. Und das ist unsere Exzellenz. Wir können nicht nur den Chart exzellent lesen, wir können ihn auch exzellent traden. Und ich weiß, einige von euch sagen, ich bin arrogant und eingebildet. Was ich euch versuche zu sagen ist, über den Chart drüber zu sprechen, können ganz viele Leute. Und wenn man keine Ahnung hat, dann klingt das alles so, oh, der muss aber, das macht aber echt toll, der hat aber Ahnung. In Wirklichkeit ist es aber so, also bitte korrigiert mich, wenn ihr jemand anderen kennt. Kennt ihr irgendjemand anderen, der live für seine Community vortradet? Der sagt, meldet euch gerne für die Seminare an. Die sind jetzt, ich glaube, September ist, glaube ich, ausgebucht. Das nächste Mal dann November. Ihr könnt euch aber jetzt anmelden und ihr könnt alle meine Premium-Dienste bis November mitkriegen. Ihr könnt noch zugucken, wie ich live vortrade. Dann könnt ihr zum Seminar kommen und dann könnt ihr noch euer Geld zurückkriegen. So, natürlich setzt sich Qualität durch. Apropos Qualität setzt sich durch. Ja, ich bin ja eigentlich nur ein YouTuber. Und wisst ihr was? Aufgrund der exzellenten Qualität werden wir von der VTAD eingeladen, auf deren Frühjahrskonferenz auf der Invest 45 Minuten über das Thema Bitcoin versus Gold. Wer ist das bessere Pferd im Stall zu sprechen? Seid ihr herzlich eingeladen, dabei zu sein, wenn ihr auf der Invest seid. Oder wenn ihr Börse online lest. Ich glaube, online ist es schon zu kaufen und am Kiosk liegt die Zeitschrift ab morgen aus. Dort sind wir ebenfalls als Autoren vertreten. Trader, traden ist das, was wir können. Traden ist das, was wir lieben, und das ist das, was wir können. Und das, was ihr braucht, ist einen professionellen Trader an eurer Seite. Oder, und das meine ich vom tiefsten Herzen, hört auf zu traden. Fertig. Was diese aktuelle Situation angeht, für mich geht hier gerade ein Zyklus zu Ende. Der Zyklus hat hier angefangen. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern. Da habe ich euch gesagt, ja, ist alles schwach. Aber wir hatten hier nicht nur vier große weiße Kerzen. Wir hatten nicht nur viel Volumen. Wir haben auch eine übergeordnete Unterstützungszone. Und deswegen läuft der Markt in Richtung wichtiger Unterstützungen. Und früher oder später kommt wahrscheinlich Bitcoin zurück. Aber ich antizipiere nicht, sondern der Markt macht die erste bullische Welle, die verpasse ich. Ja, das ist kalkuliert. Denn wenn das wahr ist, dann konsolidiert er. Und dann haben wir diese Welle hochgetradet. Und wir wussten, dass das der Widerstand ist. Wir haben unser Stop-Loss nachgezogen. Und sind sofort rausgeflogen. Und ich habe euch gesagt, Trader, ich glaube, der Markt kommt da wieder hier oben hin. Aber diese Kerze tut weh. Das wird noch eine ganze Weile bei Bitcoin dauern. Wir haben übrigens in der Zeit, als er wieder zurückkam, wieder für unsere Community, das war der zweite Trade live in diesem Zyklus, hochgetradet. Bitcoin Cash. Wieder Stop angepasst, wieder rausgeflogen. Jetzt Litecoin hochgetradet. Und come on. Und jetzt muss man Folgendes sagen. Bitcoin, ja, ist Volumen hinter. Ja,
der gibt richtig Gas. Und wisst ihr, was ich glaube, was hier gerade passieren könnte? Jetzt springen die Leute wieder wegen FOMO auf. Jetzt kommen wieder die klassischen YouTuber, die nicht traden können und sagen, oh, guckt euch diese Kerze an und das ist ein Ausbruch und so weiter und so fort. Aber Unterstützung, Unterstützung, Widerstand, Widerstand, 200-Tage-Linie, potenzieller Widerstand, psychologische 5000 Widerstand. Wir können jetzt darüber diskutieren, ob wir von hier oder von hier unser Fibo anziehen, ansetzen wollen. 5250, 61% Retracement-Marke plus horizontaler Widerstand, beginnend 5200. Ob der dann noch in Richtung 5,4 laufen kann, kann sein. Entscheidend ist eines. Hier fängt nicht ein Zyklus an. Da geht gerade ein Zyklus zu Ende. Und über den haben wir schon ganz lange gesprochen und wir haben in diesem Zyklus 3 Trades gemacht und die haben alle funktioniert. So, jetzt. Entweder ist dieser Ausbruch echt, dann muss der Markt Stärke zeigen. Dann wird es aber auch schwer sein, durch so viel Widerstand durchzutraden. Also jetzt, wenn vielleicht die meisten anfangen zu traden, ich bringe jetzt den Gewinn nach Hause. Es ist nämlich jetzt richtig viel Widerstand da. Oder der Ausbruch ist nicht wirklich echt und wir bekommen in der Folge bärische Muster. Und dann werden wir diese bärischen Muster traden. Das muss aber uns der Markt erstmal anzeigen. Und ja, wir haben eine fette horizontale Widerstandszone rausgenommen. Und doch laufen wir in noch größere Widerstände. Das heißt, bis zum Beweis des Gegenteils ist 4200 großer Widerstand. Und diese Zone 5000 bis 5200 ist großer Widerstand. Entschuldigung, unten Unterstützung, oben Widerstand. So, fertig. Hier großer Widerstand, hier große Unterstützung. Und dazwischen bekommen wir jetzt eine Trading Range. Und ob das jetzt einfach sein wird, in den nächsten Wochen in dieser Trading Range was zu traden oder nicht, das weiß ich noch nicht. Das werden wir aber erst gezeigt bekommen. Es geht gerade ein Zyklus zu Ende. Punkt. Für die Bullen würde es sprechen, wenn der Markt in den nächsten Tagen immer weiter in Richtung 5000 arbeitet und nicht weit unter die 200-Tage-Linie fällt. Gegen die Bullen würde es sprechen, wenn die Bullen ein paar Tage hier kämpfen, aber dann wieder unterhalb der 200-Tage-Linie sich aufhalten werden. Dann wird das eher ein Zeichen der Schwäche sein. Und nochmals, es ist heute nicht der Tag, darüber zu sprechen, der Ausbruch ist echt oder der Ausbruch ist unecht. Es ist nicht der Tag zu sagen, der Markt läuft in Richtung 6000, 7000 oder der läuft wieder zurück in Richtung 3000, sondern es ist der Tag zu sagen, okay, entweder habe ich es da unten getradet, was der Esna Schari gesagt hat, oder jetzt ist zu spät, dann Hände in die Tasche. Und jetzt warten wir ab. Und dann können wir aus der Konsolidierung raus wieder etwas traden. Und vielleicht noch eine letzte Sache. Schaut mal nochmal. Bitte. Wir haben ja aus der Konsolidierung getradet. Wir haben, das sieht man hier nicht, diese Bewegung hoch bei Bitcoin Cash getradet. Wir haben diese Bewegung getradet. Ich sage euch immer wieder, wenn der Trend einmal da ist, dann kannst du aus dem Trend immer wieder traden. Du musst nicht den ersten Hit hinkriegen. Das heißt, wenn das echt ist, größere Wahrscheinlichkeit, dass der konsolidiert und dann kannst du wieder den nächsten Hit traden. Kann es jetzt auch sein, dass der, keine Ahnung, 3 weiße Kerzen oben drauf packt? Es kann immer sein. Ich sage ja, traden ist eine Sache der Wahrscheinlichkeit. Es ist nur nicht wahrscheinlich. Und darauf wollen wir gerade nicht wetten. Fertig. Es geht ein Zyklus zu Ende. Wir haben den FOMO angesagt. Es ist nicht der richtige Zeitpunkt, jetzt wegen FOMO in den Markt reinzugehen. In diesem Sinne, wenn ihr sagt, ja, ich brauche einen Profi an meiner Seite. Und ich brauche einen Profi an meiner Seite, der völlig klar sagt, pass auf, das sind meine Dienste, die kannst du nutzen, dann kannst du zum Seminar kommen, du lernst sogar mein System und du kriegst sogar hinterher das Geld zurück, wenn es nicht das ist, was du dir erhofft hast. Dann würde ich sagen, schreib uns eine E-Mail. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ich war die letzten Tage nicht im Büro und trotzdem haben wir übrigens diesen Trade auf der Long-Seite gemacht, weil wir nicht immer davor sitzen müssen. Und deswegen, ich weiß nicht, ob wir noch für September freie Plätze haben. Ansonsten November. Sichert euch das jetzt, denn jetzt gibt es wieder Frühbucherrabatt für November. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch das gefallen hat, bewertet das gerne positiv. Und ich bin gespannt auf eure Kommentare. Und wie immer, Kryptonauten, ich wünsche mir und euch, dass die Kryptos nicht nur zum Mond und zum Mars, sondern darüber hinaus zu Chalwan 47 steigen. Hauptsache Trader, ihr bleibt alle gesund und glücklich.